Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial von mir. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen eine Beispielaufgabe hier programmieren. Und zwar möchte ich hier eine Funktion erstellen, die den Radius eines Kreises entgegennehmen soll und dann als Rückgabewert soll sie dann an die aufrufende Funktion den Umfang des Kreises zurückliefern. Okay, legen wir sofort los. Die erste Startaktion ist, dass ich hier die Header-Datei math.h einbinde. Dann lege ich hier den Prototypen der Funktion fest. So, und also das sieht dann hier so aus. Der Rückgabewert ist ein Double-Wert und der Parameter ist auch hier ein Double-Wert und hier kommt die Funktionsdefinition. Double Radius Return. Ja, und ich liefere jetzt hier den Kreisumfang direkt zurück, ohne dass ich eben diesen Wert in einer Variablen zwischenspeichere. Und das geschieht durch die Formel hier zweimal. Nun, wenn ihr in der Schule aufgepasst habt, dann könnt ihr euch bestimmt an die Formel erinnern für den Kreisumfang. Falls nicht, macht auch nichts, denn dann seht ihr das eben jetzt. Also 2 mal m Pi, das ist nämlich hier die Kreiskonstante Pi. 2 mal m Pi und mal Radius. Also das hier, diese Formel hier, bestimmt den Kreisumfang. Und hier in Main lege ich auch eine Variable an, und zwar double r und jetzt fordere ich den User auf, hier einen Radius einzugeben. Und über scanf lese ich seine Eingabe dann ein. Da es sich ja hier um einen Double-Wert handelt, dann eben scanf lf. So. Na, was macht die Autovervollständigung hier? Na? So, da haben wir noch printf. Genau das wollte ich. Auch hier wieder %lf. So, berechne Kreisumfang und hier übergebe ich eben den Wert, den der User hier eingegeben hat oder eingeben soll. So, also auch hier, ne, verzichte ich jetzt mal darauf, hier den Umfang in einer Variablen abzuspeichern und gebe ihn dann direkt aus über printf. Benutze hier dabei bei Double-Werten hier den LF-Platzhalter und jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwie Bockmist gemacht habe, ob hier irgendein Fehler sich eingeschlichen hat. Ich sehe erstmal keinen, also bringe ich das Kind mal zum Laufen. Command plus R. Den Radius eingeben, machen wir 10 und ja, prima, läuft doch, ne? Wird direkt hier ausgegeben. Also wie gesagt, falls ich jetzt hier den Umfang in meinem Programm des Öfteren verwenden möchte, ja, dann macht es tatsächlich Sinn, hier eine Variable zu definieren und den Umfang eben in dieser Variablen abzuspeichern. So dass man nicht immer wieder diese Funktion hier aufrufen muss.
Also, dann Umfang, das wäre dann so, ist gleich. So. Ja, das sollte jetzt die gleiche. Ach ne, hier fehlt noch ein Semikolon. Also das sollte jetzt die gleiche Ausgabe hier ergeben. Ne? Also bitte den Umfang des Kreises eingeben, 10. Ne? Und dann habe ich jetzt wieder dieselbe Zahl. Klar, ne? Ich habe ja nichts verändert hier. Ich habe ja nur eben diesen Umfang, diesen Rückgabewert hier abgespeichert, sodass ich ihn im Verlauf des Programms noch weiter benutzen könnte. Ne? Denn es macht einfach keinen Sinn, hier immer wieder hier berechne Kreisumfang, diese Funktion aufzurufen für einen und denselben Radius. Ne? Das ja, geht dann letztlich doch auf die Performance, je nachdem, wie oft man halt diese Funktion benutzen würde. Gut. Ja, was kann man hier noch machen? Ich kann hier natürlich über den Punkt 2, wenn ich hier zwischen dem Prozentzeichen und dem LF hier Punkt 2 eingebe oder Punkt 1 oder Punkt 3, dann kann ich natürlich auch die Anzahl der Nachkommastellen bestimmen und so, ne? Dann habe ich hier eben zwei Nachkommastellen. Mein Gott, hab ich jetzt wirklich dreimal die Zahl 10 hier als Radius eingegeben? Nun gut, ich habe es heute mit der Zahl 10, keine Ahnung warum, ne? Aber ihr könnt ja natürlich andere Werte verwenden, keine Frage, ne? So, okay, ich hoffe, dass euch dieses Video hier ja, ein bisschen weitergebracht hat. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn dem so sein sollte, und abonniert meinen Kanal. So bleibt ihr auf dem Laufenden bei künftigen Video-Uploads hier, denn ich möchte auch im nächsten Video mit euch eine Beispielaufgabe hier programmieren, denn ich dachte mir, wenn wir schon den Umfang eines Kreises berechnen können, dann können wir sicherlich auch die Kreisfläche berechnen. Also im nächsten Video machen wir hier mit den Übungsaufgaben weiter. Gut, ich hoffe, wir sehen uns dann und für diesmal sage ich Tschüss und Arrivederci. Bye bye.